Mein Name ist Stefan Killenberger, ich bin bei Lidl Schweiz tätig als Head of Learning and Development und damit auch Leiter Berufsbildung. Wir bei Lidl Schweiz sind ein klassischer Detailhändler. Wir nennen uns Smart Discounter. Wir haben alles, was man für den täglichen Bedarf braucht. Das sind rund 2000 Artikel und wir definieren uns ja, als der Ort, wo man die beste Preis-Leistung bekommt. Das ist sicherlich die Betreuung, die wir haben. Das ist uns extrem wichtig, dass unsere Lernenden wirklich gut betreut sind. Da sage ich auch immer lieber Klasse vor Masse, weil das ist wirklich wichtig, dass wir verschiedene Ansprechpersonen haben, ob das ein Praxisbildner in der Filiale ist, ob das ein Aus- und Weiterbildungskoordinator ist in Form von einem Berufsbildner, der die Lernenden betreut. Weil schlussendlich gehört das auch dazu in dieser Zeit, ob es jetzt 2 Lehrjahre sind, 3 Lehrjahre oder auch 4, dass sich ein Lernender bei uns wohlfühlt und zu jeder Zeit auch optimal betreut ist, weil das wissen wir alle oder alle, die mal eine Lehre gemacht haben. Es ist nicht immer einfach und da muss man natürlich auch super aufgehoben sein. Und das ist auch unser Ziel, dass wir vom ersten bis zum letzten Tag von einer Lehre und hoffentlich auch noch sehr viel länger unsere Mitarbeiter optimal können betreuen und ihnen die perfekte Ausbildung zu bieten bei Lidl Schweiz. Die speziellen Little Benefits, die wir natürlich auch noch haben bei uns. Dazu würde ich das Generalabonnement für die Lernenden zählen, während der ganzen Lehrzeit, die wir übernehmen. Wir übernehmen die Schulbücher und alle Lehrmittel, die anfallen können. Wir stellen einen Laptop zur Verfügung, dass die optimal unterwegs sind, auch in ihren Schulklassen und in der Ausbildung. Und zusätzlich natürlich ja, einen fantastischen Lohn und die super Betreuung durch unser Team. Ja, unsere Lernenden verdienen sicherlich überdurchschnittlich, das kann man an dieser Stelle sagen. Die kommen 13 Monatslöhne über und an dieser Stelle im Marktvergleich sicherlich überdurchschnittlich. Wenn man dazu vielleicht kann sagen, ich habe noch nie von einem Lernenden gehört, dass er nicht zufrieden wäre mit seinem Lohn, das ist sicherlich auch etwas Positives. Ganz wichtig ist, dass man bei uns sicherlich das Thema Offenheit mitbringt. Also die Bewerber und die zukünftigen Lernenden bei uns sollten offen sein, sehr gerne in einem Team arbeiten, sich einbringen wollen. Weil das ist sicherlich wichtig. Man ist in den Filialen unterwegs, man ist den ganzen Tag auf den Beinen, man sollte anpacken können. Es ist nicht so, dass man den ganzen Tag nur an der Kasse sitzt, sondern man ist in allen Bereichen in den Filialen unterwegs. Und das ist sehr abwechslungsreich. Also wenn jemand etwas sucht, wo kein Tag wie der andere ist, dann ist er bei uns sicherlich richtig. Das ist mal so das eine. Die andere Seite ist sicherlich das Schulische. Ein solider Schulabschluss ist an dieser Stelle sicherlich essentiell, weil das hilft einem auch in der Berufsschule. Dort hat man es ein bisschen einfacher, hat dort vielleicht dann auch ein bisschen weniger zu tun und kann dann dort umso mehr auf seine Karriere dann auch setzen in den Filialen. Weil die Türen stehen offen bei uns. Von einer Lehre angefangen, wo es dann weitergeht, je nachdem wie motiviert jemand ist und was er erreichen will, das kann man sicherlich. Nach der Lehre haben wir ganz viele Möglichkeiten bei uns und das ist für mich auch sehr ein wichtiger Punkt. Wir wollen die Lernenden ausbilden bei uns, um die nachher auch zu behalten. Das heisst, wenn jemand wirklich einen soliden Job macht und will bleiben, dann hat er die Möglichkeit auch. Wie es nachher aussieht, ist ganz verschieden. Man kann weitermachen als Filialmitarbeiter, man kann sich aber auch weiterbilden ins Führungsteam Filiale. Da wäre zum Start beispielsweise als Filialassistent. Man kann daran weitergehen als stellvertretender Filialleiter bis hin zum Filialleiter. Die Geschichten gibt es, die Geschichten haben wir auch. Wir haben im letzten Jahr die ersten beiden Lehrabgänger gehabt, die eine Filiale als Filialleitung übernehmen durften. Und auch wie es nachher weitergeht, die Geschichte steht offen. Wir haben ein Konzept bei uns, das nennt sich vom Lernenden bis zum Geschäftsführer. Und ja, würde mich natürlich freuen, wenn wir die Geschichte könnten auch weiterschreiben könnten.